Ja, Gratulation an den SSC Neapel zum völlig verdienten Sieg und zum verdienten Aufstieg ins Viertelfinale der Champions League. Wir müssen einfach akzeptieren und habe damit auch überhaupt kein Problem, dass Neapel eine Nummer zu groß war für uns. Sie spielen ja, sehr, sehr guten Fußball schon über die gesamte Saison und haben uns unsere Grenzen aufgezeigt. Aber ich bin auch sehr stolz, was meine Mannschaft geleistet hat in dieser gesamten Champions League-Saison als erster Neuling nach 25 oder deutscher Neuling nach 25 Jahren. Ja, ich finde, wir waren häufiger in der Offensive als beim Heimspiel. Aber Neapel verteidigt dann auch immer wieder sehr, sehr gut weg. Wir waren in der ersten Halbzeit 3-4 Mal sehr gut über die Seiten durch. Wir hatten eine großartige Aktion, wo wir den Ball gewinnen und dann direkt in die Tiefe spielen und Mario Götze um 1-2 Meter zu kurz kommt. Ja, aber ich würde heute nicht an Kolomoani festmachen, sondern wir haben alles versucht, aber Neapel war einfach zu gut. Ja, das denke ich. Ich denke, dass Neapel den Scudetto nach 30 Jahren wieder hierher holt, auch völlig verdient. Sie sind wahnsinnig stabil, sie sind immer in der Lage, ein Tor zu erzielen und sie sind defensiv unglaublich stabil. Also du findest kaum Räume, auch in der Absicherung immer eine gute Balance im Spiel. Sie haben ja die beste Defensive in der Serie A, weil sie es einfach richtig gut machen und ja, ich sehe sie auf absolutem Top-Niveau. Wenn ich jetzt Bayern München mit den englischen Premier Leagueisten kann ich sie nicht vergleichen, aber wenn sie so weitermachen, dann werden sie sicherlich auch in der Champions League um den Titel mitspielen.